Servus Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft auf unserem tollen, wunderschönen, dem besten Kanal. Nein. Ich bin heute so traurig. Ich weiß auch nicht. Irgendwie. Oh. Also ich habe dem Jagdnar schon vorgeschlagen, dass wir uns wieder treffen und eine kleine Teeparty schmeißen. Mit unserem Brot. Bin so traurig, weil ich so hungrig bin. Ja, ich reiß jetzt nochmal das Feld aus, da sind wieder einiges an Kürbissen gewachsen. Gibt's dann Essen? Vielleicht. Ich will essen. Nein, ich mach dir jetzt nicht zu essen. Du könntest dich ja für dein Essen prostituieren. Also wenn du eine kleine Show hinlegst, dann gebe ich dir vielleicht was ab. Mit Martin, der zahlt doch nicht mehr einen Fünfer. Martin. Der ist ja billiger wie ich. Martin ist so ein kleiner Notenpreller. Ich glaube, Soll das ich ist ihn besser so. mal wieder in die Konferenz werfen, Martin? Was? Nein. Soll ich dir in die Eier treten? Ja, gerne. Ja, jetzt nicht mehr. Ich lege, ja, jetzt nicht mehr. Okay. Ja, werf mich mal mit rein. Ich will hören, was der gute Pedo sagt. Bitte, Peter, vor allem mal die Zuschauer, dass sie, wenn sie schon deine Stimme hören, dass sie auch Vernünftiges abgibt. Die Pedo-Fratze. Martin Ja, ist da. du Mach dein Pedo-Fratze. Mikro aus. Es ist Perfekt. aus. Wunderbar. Perfekto. Also komm her, ich habe ordentlich Essen. Komm Schatzi, her, ich komme! Da geht's nicht lang. komm Muss ich ein her, bisschen Baby. warten. Ist ein bisschen kompliziert, aus meinem Haus raus und runter zu gehen. Alter, ich habe schon 46 Kürbisse. Ich dachte, das ist das, was ich am wenigsten habe. Ja, anfangs ist es, glaube ich, noch. Mein Gott, von meinem Haus hoch und runter zu kommen, ohne zu sterben, ist ein Kunststück. Das habe ich schon öfter geschafft. Also bin ich wohl ein Meister. Ja, ich habe Der ein bisschen Meisterziege. was unnötig. Dinge, die Welt nicht braucht. Eine Meisterziege. Eine Ich will die Tiere Schwungziege. hier nicht töten, dann brauchen wir später, wenn wir den Stall anfangen, nicht so weit laufen. Ich bin aber über einen Versuch, um mir das Fleisch zu kaufen. Ja. Hey, soll ich den Franzosen in den Arsch schießen? Was? Das ist jetzt natürlich nichts Franzosenfeindliches. Martin lässt schon Nein. wieder seine Aggressionen an Waisenkindern aus. Nein, ich spiele Wolfenstein. An die italienischen Waisenkinder, die Hey, eigentlich Franzosen hey, sind. hey. Ja, Brotti, 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 Brotti. Party! Ja! Und da war ein Vier Stück für französischer mich. Panzer und der hat mir den Arsch Ich hab zugekehrt. vier, perfekt. Schau mal, ob die reichen. Sollten. Genau, perfekt. Da ich ja gestorben war, habe ich jetzt noch ein bisschen übrig. Muss Ja, jetzt nochmal Martin. überprüfen, ob ich richtig gebaut habe. Das Okay. machst du aber sehr schön hier. Hier, die Bäume sind gewachsen. Ja, die brauche ich, das Holz. Ich habe mich jetzt auch entschieden. Ich baue weniger Steine in mein Haus. Es sieht nicht so schön aus. Okay. Aber ich will ja kein Cleanster machen, weil es so komisch aussieht. Klinisch meinst du? So Oh, klinisch. ich bin schneller als ein Tiger. Ah, Ah! ha, Was war ha. das? Martin schießt gerade Panzer ab. Ja, das war Am extrem Start. laut. Ich weiß nicht, ob man es in der Aufnahme hört, aber es ist Achso. saulaut gewesen. Bei mir ist nichts angekommen, also hat es wahrscheinlich das Mikrofon gefiltert. Okay. Glück gehabt. Was wollte ich sagen? Martin stinkt? Nein. Kennt ihr Was? schon Stinkt nicht. meine Lieblingswaffe? Seine Martin. RPG mit Unterlauf-Granatwerfer. Kann man denn damit alles Schönes anstellen? Viel Scheiße machen. Sagen wir mal, sie hat drei Schuss. Ist ein bisschen wenig. Nee, das ist von Modern Warfare Standard. Das sind zwei. Standard, doppelläufiger RPG mit Doppelläufiger Unterlaufgranatwerfer. RPG. Mit Granatwerfer, Frage, Standard hast du dann. noch eine Axt, die du mir leihen Nein, kannst? meine ist verloren gegangen irgendwie gerade. Meine ist wohl kaputt gegangen. Jüngst Sturz, weil ich aus 5 Blöcke Höhe gesprungen bin und gestorben bin. Okay. Aus purer Verzweiflung natürlich. Ich habe mir gerade eine gebaut, aber die bringe ich dir jetzt nicht runter. Ich bin gerade die halbe Folge lang hochgelaufen. Du hast dir gerade einen gerubbelt. Ja, das auch. Ich brauche noch wieder eine Spitzhacke. Also ich muss jetzt gleich noch Sand farmen gehen, ich arme. Oh, Ich brauche alles. Sandfarben. Mir fehlt einfach alles zum Hausbauen. Das hat sicher Sandfarben gesagt. Ja. Ich hoffe, ich muss kein Claim mehr farmen. Jetzt habe ich ein Problem.
Ja gut, jetzt habe ich den Wegpunkt, jetzt kann ich überall hinlaufen. Ah ja, genau, du hast ja Minimap. Wird schon wieder dunkel, will das Spiel mich verarschen? Wir sind erst bei 5 Minuten, das kann nicht sein. Dann habe ich irgendwelche Augenspacks. Die habe ich schon den ganzen Tag, seit ich mit Martin CD gespielt habe. Das heißt, du Martin in die fertig Augen gemacht geschaut hast. Ja, dann war es Liebe auf den ersten Blick. Ja, oder wie nennt ja. man das Gefühl, wenn man anderen dringend töten will? Ja, und da kommt der Sniper-Schuss in deinen Kopf hinein, gell? Ja. Wenn es wenigstens der Kopf gewesen wäre, hätte ich ja nichts gesagt. Ja, wenn du mit Juggernaut einen Körpertreffer erschossen wirst. Hey, ich hab einen Apfel bekommen. Gesehen Apfel. Zu haben. Ja, I got an apple. The apple got the bite. The bite. The bite, das ist ja bei einem Ding. Der hat den Bite. Also den. Sowohl den technischen als auch den physischen. Gut, jetzt werde ich mein Haus upgraden. Bin bei meinem ja gerade dabei, aber irgendwie bin ich gerade demotiviert. Schwere Depressionsphase. Weil du so oft stirbst und ich noch fast gar nicht gestorben bin. Nö. Ich bin, glaube ich, erst einmal gestorben, wegen dir. Soll ich dem Jungen, von dem niemand weiß, wie er heißt, sagen, dass wir hier sind? Nein. Okay. Weil sonst hast du recht glücklich. Okay. Oh, ich habe zu wenig Holz. Dann ist er so glücklich und froh, dass damals er seinen Ring gefunden hat. Boah, ich brauche so viel Holz und so viel Zeug und Ich bin darüber reden, ja, ich brauche so viel Zeug und so viel Starts. Passt doch so gut zum Thema, ne? Ja. Ja, ich rede mit mir selber. Ich schließe mich selber aus. Deine Mutter redet mit sich selber. Manchmal, vielleicht, ich weiß es nicht. Manchmal, aber nur manchmal. Ihr redet mit ihrem Staubsauger. Chuck, warum redest du immer mit deinem scheiß Staubsauger? Bin ich nicht, das ist meine Mutter. Das hast du bestimmt von ihr geerbt. Das merkst du gar nicht mehr. Das ist so indirekt, das will ich aber gar nicht gelernt haben. Das ist das Problem. Was findest du eigentlich schöner, Glas oder diese Glasscheiben? Ich finde Sand schön. Also ich benutze ja normalerweise die Scheiben. Ich setze immer Sand rein und schaue Glas. Mit dem Vorteil muss es nicht brennen, oder? Unverarbeitet ist es immer noch am schönsten. So Naturglas. Oh, ich bin unsymmetrisch. Oh nein. Keiner gesehen, keiner gesehen. Mein Haus ist auch unsymmetrisch, aber dann passt der Eingang. Ich habe eine unsymmetrische Symmetrie drin. Das hey, wisst ihr, dass eure Eier auch unsymmetrisch sind? Nein, meine sind symmetrisch. Radialsymmetrisch. Wenn sie symmetrisch wären, dann würdest du dann gegen deine Eier zerquetschen. Da ist was dran, ne? Aber ich habe Drillinge. Das eine ist immer schwerer als das andere. Ja, das eine ist schon schwerer als die anderen beiden. Sinnlose Fakten über deine Eier. Und länger, gell, Martin? Ja. Na, wenn sie gleich lang wären wie bei dir, dann wäre schon ein Problem. Ich, Junge. Ah, er haut mich, nein! Mami! Soll ich das böse Wort mit D sagen? Tu es. Das böse Wort mit D. Das böse Wort mit M und S. Deine Mutter? Dich! Wir fallen, unser Niveau fällt schon wieder, weil wir Martin in der Aufnahme haben. Schlimm, ne? Ich hab grad zwei Holzblöcke hingebaut und beim ersten habe ich es nicht bemerkt. Hey, du fliegst bei mir, weil es nicht geladen hat. Super. Chuck hat Magic Attack, der kann fliegen. Ja, ich weiß, was ich jetzt brauche. Aber ich habe eigentlich auch zu wenig Cobblestone. Genau genommen bin ich jetzt die ganze Folge nur hin und her gelaufen. Oh, ich habe alles zu wenig, wie gesagt. Jetzt war mein Apfel. Ist lieber mal einen Apfel. Er hat Äpfel gegessen. Ich kann keine Äpfel essen. Du hast meinen Apfel gegessen. Deine Mutter hat Äpfel gegessen. Äpfel? Hör den Äpfel. Creeper! Ich gehe um die Ecke und der schaut mir volle Kanne ins Gesicht. Der ganze Bildschirm ist Creeper. Der ganze Bildschirm ist Creeper. Aber schon wie? Das war jetzt wirklich perfekt Demo-Fall, ne? Die ganze Bildschirm es wird Nacht, schlafe. Nee, ich leuchte lieber gerade hier die Höhle aus. Nacht, ich schlafe. Du weißt, ich habe immer noch kein Haus und es ist draußen gefährlich.
Wieso schläfst du an 10 Metern Höhe? Hier ist ein Erz, das baue ich schnell noch ab. Wie ich sinnlos. Muss mich da erstmal hochbauen. Du musst Zinn abbauen, dann kannst du dich wieder hochbauen. Ich fahre gegen die Tür und das halbe Haus bricht zusammen. Wer bricht zusammen? Deine Mutter. Unter deiner Last, oder? Ja, Martin ist schon so ein schweres Kerlchen. Gut, ich ziehe. Geh du deine Milch. Hol du deine Milch und mach daraus Käse und halt du die Gosche. Mach daraus Käse und verfüttert es in seinen Jungen. Und seine Jungen. Da geht's hoch jetzt. Der ging nicht durch. Ich glaube, ich sollte anstatt neue Wege nach oben zu bauen, die alten ausschildern. Deine Mama ging nicht durch. Monobräu. Kann man in Minecraft nicht dieses. Doch, kann man. Man macht das dann. Ist was? Ah. Den Insider. Den guten Hashtag. Das habe ich schon ausprobiert. Ich weiß, dass das kurz ist. Ja. Boah, genau, jetzt muss der Spieler. Ich baue jetzt noch meinen Steinturm wieder ab. Am Schluss habe ich hier noch eine ganze Festung, wenn ich mich immer zum Bett hochbauen muss. Außerdem habe ich dadurch wieder mehr Koppel. Da brauche ich nicht ganz so viel. Da brauche ich lieber, da brauche ich glaube ich mehr Clay und mehr Holz als Koppel. Okay. Ach, das wird auch eine schöne Arbeit. Ja, Arbeit. Arbeit macht das Leben süß. Arbeit, Arbeit. Also Arbeit macht frei, wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen, das ist unpassend, aber. Arbeit macht frei. Nee, das sagt mir nichts. Ein Gefängnisausbruch macht frei. Leute, Leute, Leute. Das neue Koks aus dem Handel macht frei. Das ist nicht beim Keller, sondern. Das neue Koks aus dem Handel macht frei. Das macht auch frei. Ein guter Stuhlgang macht auch frei. Ein flotter Stuhl macht frei, oder? Ja, genau. Das habe ich damit gemeint. Das ist jetzt nicht schön. Oh, ich Idiot. Ich glaube, jetzt sind die ganzen Viecher, die ganzen Saplings, die spawnt. Und ich kann keine Bäume mehr anpflanzen. Ja, hier war doch gerade noch ein Apfel. Ja, egal. Egal, der wächst schon wieder. Dein Ding wächst schon wieder, ne? Ach, der Baum wächst schon wieder. Deine Mutter, Vater, Onkel, Tante, Bruder und Schwester. Die wachsen immer wieder, ne? Find's komisch, dass man in Minecraft die Bäume von unten abbauen kann und die fallen nicht ein. Ja, Timbermod. Timbermod ist slow. Chris. Aber wenn's in Minecraft bessere Physics geben würde, das wäre cool. Dass man keine schwebenden Texturen bauen kann und so. Du meinst, dann würde das Spiel noch mehr Rechenleistung fressen? Ja. Scheiße. Fährst du gerade mit einem Panzer auf einem Haus da? Ja. Aua! Was ist mit den armen Leuten, die da gewohnt haben und die jetzt kein Zuhause mehr haben? Nee, ja, die haben halt Pech. Ich würde den Architekten gerne kennenlernen, der sein Haus so steil verstrebt und verdingst hat, dass da ein Panzer drauf fahren kann, ohne dass es zusammenbricht. Ja, so, okay. Mal die 11880. Ich glaube, ich baue mein Haus panzersicher. Oh, der ruft Chuck Norris. Ja, das war neulich eine Folge American Dad. Ich habe damals unser Haus gegen alles abgesichert. Gegen das und das und Terroristengruppen und so. Und eben auch gegen Wasser. Es ist komplett wasserdicht. Nun kann es sogar ein Furz ausfallen. Und hier nichts. Yay, der Grundstein steht. Es sieht nicht scheiße aus. Ich bin stolz auf mich. Okay, es sieht scheiße aus. Ich werf Holz auf dich. Ah, gib mir. Ich brauche Holz. Die Folge ist jetzt gleich wieder zu Ende. Ich weiß, ich habe immer noch nichts gebaut. Doch, ich habe ein Sofa. Ich habe Hühnchen gespawnt aus 2 Eiern. Aus deinen 2 Eiern. Du hast 2 Eier gerieben und da ist ein Hühnchen rausgespawnt. Mann, das sind deine 2 Eier, oder? Oh Leute, was das? Das geht ja mal gar nicht. Liebe Zuschauer, gehen solche Witze oder gehen solche Witze nicht? Schreibt's in die Kommentare. Schreibt's in die Kommentare. Schreibt's in die Kommentare. Es geht noch besser. Was ist eure Lieblingsfarbe? Schreibt's in die Kommentare. Welche Farbe hat Martins Unterhose? Schreibt's in die Kommentare. Findet ihr, dass Chuck einen kleinen Penis hat? Schreibt's in die Kommentare. Das ist eher noch so. Schreibt's in die Kommentare.
Dass er einen kleinen Penis hat. Was ich damit? Doch du. Kannst du gerne mal nachschauen. Nein, nein, lieber gerne, ist jetzt übertrieben. Und Ziege aber hat 4 Eier. Und 3 Titten. Zwei kleine Penisse. Zitzen. Das wollte das Zitzen sagen, ne? Ja, natürlich. Nee, aber solche Leute wie Chuck Norris und Martin kommen dabei raus, wenn man zu viele Filme schaut mit Tentakeln und Mädchen. Oder mit Tassen. Ja, ich komm dich nochmal besuchen und gib dir Brot. Ich versuche hier gerade nur ein Wasser. Also die Wasserphysik, wenn sie die angepasst haben, haben sie ihre Arbeit absolut scheiße gemacht. Die Wasserphysik hat ein Kleinkind gemacht. Ja, mein Bett sollte vielleicht aufstellen. Seit wann verbreiten sich Blumen? Weiß ich nicht. Weil hier sind jetzt 5 Stück auf einer Fläche. Und hier hinten sind nochmal 3. Okay. Mami, Mami, warum wachsen die Blumen nach oben und nach unten? Ja, Version 1.5. Wenn ich jetzt noch ein Ei habe, dann kann ich dir sogar Essen vorbeibringen. Mami, Mami, warum sind die Bananen? Ich komm da mal zu Version 1.6. Hast du gehört? Ich komm dich besuchen. Besuch mich mal, ich komm gleich ins Haus hoch. Ich muss gerade ein Wasser. Dann können wir auch mal schauen, was der Chuck Norris so bisher noch verbessert hat. Ich habe ein Sofa gebaut. Nicht. Doch, ich habe ein Sofa gebaut. Mein Haus sieht bisher so aus, also wunderhübsch. Oh. Ja, großes, dummes Stück Scheiße. Ich blende mal mein Dings aus, damit ich mir einen Screenshot machen kann. Ja. Mein Gott. Ich kann nicht mehr rein. Hast du jetzt schon den Weg hochgebaut? Ja, es gibt mehrere. Ja, ich sehe einen Eingang. Einen neuen. Ja, den nee, habe ich auch. Warte, das ist ein alter Eingang. Neuer Eingang ist vorne in der Mitte. Ja, du kannst versuchen, einfach meinen Weg hochzukriegen. Dann weißt du, wie ich mich jetzt mal fühle, wenn es Nacht ist, Zombies hinter einem her sind und man dann einfach mal schnell hochrennen muss. Du bist ein Berg. Auf dem Berg. Ah, ich sehe dich. Ich renne dir mal hinterher. Und dein Weg sieht schon ganz gut aus. Ich glaube, das ist einer von den möglichen. Also die Seite vom Berg ist die ich ausgebaut habe, wo du gerade bist. Ach, yeah, ich habe einen neuen Panzer. Ach doch, hier. Es gibt schon eine Stelle, wo man hochkommt. Es gibt mehrere. Ich habe einen neuen Panzer. Ich habe einen neuen Panzer. Ich habe einen neuen Panzer. Und zwar mein Lieblingspanzer. Ich habe einen neuen Stanzer. Der stanzt Löcher in Bleche. Ja, der Stanzer. Nette Couch aus Holz. Stimmt, voll bequem. Da kannst du mir aber beim Bauen zuschauen. Schau mal. Ach, und ich sehe gerade. Ich sehe gerade. Wenn du die Aussicht bewunderst, ich setze mich schnell daneben und dann werden wir wahrscheinlich zu den Zuschauern gleich noch Tschüss sagen. Was meinst du? Ja, jetzt bin ich was runtergesprungen. Aber ich wollte dir essen geben. Toll, ach, da ist jetzt eine Tür. Deswegen habe ich die Tür da gebaut. Setz dich neben mich auf die Couch. Hey, hey. Gib's mir. Gib's mir, Baby. Oh, ja. Oh. Ich Zwei, glaube ich, oder zwei. Da gibt mir noch meine Apfel zurück. Ich hab nicht genug. Oh, ja. Oh. Martin. Martin schaut schon wieder diese Filme an. Nein, Martin dreht diese Filme. Ja, tut sie synchronspringen, weil ich setze mich daneben. So, oder? So. Oh. Hey, geh erstmal raus. So. Hi. Ich muss nach oben, sonst passt es nicht mit dem Erfolg. Ah, ja. Ah, so, setz dich irgendwo hin. Sitzt doch schon. Sorry, aber dann habe ich eine bessere Kameraperspektive. Ja, okay. Brauchst du ja wieder rein später. Ja, mach ich. Was? Mach ich schon später. Hast du jetzt einen Screenshot? Ja, nee, ich mach keinen Screenshot. Ich mag Züge. Wir wollten doch nur Tschüss sagen. Tschüss. Das Haus ist ein bisschen klein. Sind schon bei 19 Minuten. Tschüss. Tschüss. Tschüss.